Viele Angebote der Kirchen interessieren nur wenige. Gründe dafür sind zum Beispiel: Die Angebote der Kirchen sind vorwiegend klassisch traditionell. Sie gehen oft an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei. Die Kirchen machen Angebote, deren Bedarf längst gedeckt ist. Sie stellen sich in Konkurrenz zu lokalen Vereinen und Veranstaltungen. Die Kirchen haben Angebote und warten auf Menschen. Viele Menschen erwarten jedoch, dass Kirche zu ihnen kommt. Die Kirchen geben sich weltoffen, die Wahrnehmung der Menschen ist anders. Die Angebote der Kirchen sind durchstrukturiert. Die Lebenswelt der Menschen ist flexibel gestaltet. Die Kirchen setzen auf Stetigkeit und dauerhafte Beteiligung. Sie treffen auf Menschen, die frei und selbstbestimmt leben wollen. Wir träumen von Kirchen, die sich weniger auf sich konzentrieren, sondern sich mehr als ein Teil des Ganzen sehen und beweglicher sind. Unser Lösungsvorschlag: portalagilekirche.de und Schnittstellen zu Social-Media-Netzwerken. Funktion des Portals: Vernetzung mit zwei Säulen, agile Aktivitäten und agiles Arbeiten. Ideen, Locations, Hilfe, Hilfsmittel, Kommunikationswege. Materialhilfen bis zur Gebetsgruppe, hybride Gottesdienste bis zur Nachbarschaftshilfe. Für wen? Für alle. Von Pastorinnen bis zum Gläubigen, bis zum Tourist, bis zu Nichtgläubigen, Kommunen, Unternehmen, Kirchengemeinden, Erwachsene, Jugendliche, Kinder, andere Religionsgemeinden, alle dabei. Wesentliche Menüpunkte sind Angebote suchen und einstellen, Mediathek, Austausch und Vernetzung, aktuelles Blog. Und jetzt brauchen wir Unterstützung bei der Umsetzung, Beratung, Feedback, Finanzierung, Netzwerkkontakte, Marketing, Kommunikation der Idee. Erstellt Hackathon. Wir freuen uns auf euch.